KinoCast. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe vom KinoCast Nummer 661. Hallo Kate. Hallo Erik. Hallo Chris. Hallo Erik. Schön, dass ihr dabei seid. Danke Erik. Immer noch im Homeoffice zugegen und Filme gucken im Stream anstatt im Kino. Wohl habt ihr gehört, jetzt der Godzilla-Film, der lief ja in den USA sogar im Kino, hat er irgendwie 50 Millionen eingespielt. Also da geht es okay. Anscheinend voran, wenn man die Leute alle ordentlich impft, wenn man das durchkriegt, ne? Dann kann man auch langsam wieder Sachen öffnen. Hoffen wir, dass es bei uns bald auch so weit ist. Holen doch auf, was Impfen angeht, habe ich gelesen. Ja. Irgendein Land hat doch jetzt sogar die Schwelle für die Herdenimmunität erreicht. Ich weiß noch nicht mehr, welches Land. Habe ich gestern irgendwo gelesen. Also geht schon voran. Ja. Weiter so. Es besteht Hoffnung, dass wir irgendwann vielleicht im Sommer oder im Herbst. Na, ich glaube eher oder 2022. Mal gucken. Also ich frage mich dann bloß, wie die das machen wollen mit den ganzen Filmen, die jetzt alle irgendwie aufgeschoben sind. Die kommen dann wahrscheinlich alle so im Rhythmus, dass du irgendwie jede Woche in irgendeinen Top-Film reingehen kannst. Mal schauen. Dramatisch. Da wird dann die Sneak, werden schon Top-Filme in der Sneak verheizt dann. Wahrscheinlich. Aber jetzt haben wir erstmal einen Film im Stream geguckt, nämlich Es ist zu deinem Besten auf kino-on-demand.com, womit man auch die jeweils lokalen Kinos unterstützen kann. Und der Chris wird uns den mal vorstellen, worum es da ging. Ah, der Chris hat gerade einen Niesanfall hinter sich. Oh. Muss ich kurz sammeln. So, Es ist zu deinem Besten. Ist eine deutsche Produktion. In den Hauptrollen sehen wir Heiner Lauterbach, oder wie ich ihn nennen darf, Heiner, der Heiner, Hilmi Sülzer und Jürgen Vogel, die drei Väter spielen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, sind die jeweiligen Frauen der drei Herren sind Schwestern. Habe ich das richtig verstanden? Das ist korrekt. Genau. Das heißt, sie sind Schwager. Sie sind die Überschwäger. Und jeder hat so die ganz eigenen Probleme mit seiner Tochter. Und zwar die eine ist schon so Mitte 30, hätte ich jetzt mal gesagt, und will heiraten. Die nächste ist Anfang 20, Mitte 20. Und die dritte ist 16. Und so hat halt jeder sein Problem mit seiner Tochter zu tragen. Und das Problem in dem Fall heißt der Freund. Und der Freund von jeweiligen anderen, der muss einfach nur weg. Weil die Tochter von Heiner Lauterbach, die haut quasi am Altar ab und verschwindet da mit brennt da mit einem anderen durch. So fängt auch der Film an. Die mittlere ist mit einem Fotografen zusammen, der ein alter Schulkamerad von Jürgen Vogel ist. Und die Teenager-Tochter hat eben so typische Teenager-Probleme mit, ja, mein erster richtiger Freund und der ist so ein bisschen auf der schiefen Bahn und schlagt mich tot. Es ist tatsächlich so abstrus es teilweise klingt und so blödelkomödisch es sein könnte, ist es für mich ein Film gewesen, wo ich sagen kann, okay, passt so etwa von den Darstellungen, auch wenn es manchmal etwas überzogen ist. Jedenfalls die drei Väter schließen einen Pakt, tun sich zusammen, um eben jeden Freund so zu vergrauen oder loszuwerden, dass eben die Töchter, jede Tochter hat nämlich was viel Besseres verdient, wie den sie da haben. Und das wollen sie damit erreichen. Und so begibt sich so ein kleiner Kreuzzug gegen ihre Frauen, die das ja eigentlich gesagt haben, ne? Was ich sehr schön fand. Unsere Frauen haben das gesagt. Echt? Ja, nicht direkt, aber das fand ich schon sehr gut. Und so finden die drei nicht nur zu relativ kreativen Lösungen, die nicht überzogen sind und auch nicht unrealistisch sind, sondern wo ich tatsächlich nachvollziehen kann, dass man das auch so machen kann, auch wenn es wirklich arg drüber ist manchmal. Und lösen so mehr oder weniger die Probleme, die keine sind, eher das Problem, das die drei Herren haben. Und das machen sie auf eine relativ charmante Art und Weise, weil Hilmi Sülzer ist mehr so der
Der liebe Knuddelpapa, der halt mit sich mit seiner Tochter überhaupt nicht verscheißen will, weil er ist ja mehr so der Kumpel und Best Friend und so, weil das ist schon voll wichtig, weil es ja mein kleines Mädchen und alles. Jürgen Vogel arbeitet auf der Baustelle und hat leichtes Aggressionsproblem, was unfassbar gut zu ihm passt. Es ist so herrlich einfach. Ich feiere Jürgen Vogel richtig. Und Heiner Lauterbach ist Anwalt, hat ein Riesengrundstück, hat dementsprechend auch viel Geld, totaler Kapitalist, ist ja auch ein Finanzanwalt oder irgendwie sowas. Also absolut drei Welten, auch noch drei Generationen von Töchtern und eben halt ein Lösungsansatz. Es ist ja ein wirklich bunter Haufen, kann man auch sagen. Also es spielt noch mit Janina Use als Antonia, das ist die Tochter dann von Heiner Lauterbach. Lisa Marie Korol spielt mit als Luna, das ist die Tochter von Jürgen Vogel. Und ich weiß nicht, also mir hat es wirklich Spaß gemacht, das da zu sehen, weil es teilweise so skurril ist, dass es so aufzeigt, okay, ich muss jetzt mein Kind beschützen mit allem, was nur geht, vor der bösen, bösen Welt, und das kann alles so nicht sein. Und ich will da gar nicht so viel verraten, was da so alles passiert und was da alles geschieht, weil ich glaube, jeder weitere Stichpunkt würde da schon in irgendwelche Richtungen deuten. Es ist auf jeden Fall, wie ich finde, eine relativ runde Sache. Was ich unglaublich toll finde, ist, dass dieses Anwesen von Heiner Lauterbach so groß ist, dass es einen eigenen See hat und dass man sich da wohl jeden Sonntag zum Grillen trifft. Und das finde ich aber auch ganz schön, so Familienzusammenkünfte. Was ich nicht so ganz verstanden habe, ist, dass die Autos Winterreifen haben, dass vom Reisebüro ein großer aufgeblasener Schneemann steht, aber es teilweise doch eher im Sommer spielt. Also, aber was weiß ich schon. Ja, wie gesagt, mir hat es wirklich gut gefallen. Weil Schneemann war lustig, die Szene. Mega lustig. Weil jeder der drei Hauptcharaktere in seiner Rolle total aufgeht. Also wirklich so total aufgeht. Und auch die Frauen im Hintergrund, die da noch ein bisschen mehr steuern und schüren, als man denkt. Einfach herrlich. Wirklich einfach herrlich. Oder wie habt ihr es empfunden? Definitiv, also kann ich voll und ganz unterschreiben. Das war, hat mich teilweise ein bisschen an Monsieur Claude und seine Töchter erinnert, wobei es hier ja eher um eine Person ging, die alles wollte, dass seine Töchter die richtigen Entscheidungen treffen, was Freunde und Männer angeht. Und hier waren es halt die drei Typen und da war halt jeder für sich einfach ziemlich cool. Also ich fand jetzt die Rolle von Jürgen Vogel halt am besten irgendwie, wie er sich da so versucht durchzulavieren. Er war irgendwie am nächsten dran von dem, wo man sagt, ja, das kann man sich so denken. Die anderen beiden, die haben manchmal so ein bisschen drüber oder drunter agiert, aber Jürgen Vogel, das war so, ja, das war so der normale Typ halt, wo man sagen kann, ja, das kann passieren. Und der normale Typ. Er hat aber halt irgendwie ausgerechnet noch mit dem heftigsten Problem zu kämpfen gehabt, ja. Während der reiche Kapitalist, ja, dem seine Tochter irgendwie so einen linken Hippie angeschleppt hat, der irgendwie die Welt verbessern will und im besetzten Haus wohnt und sonst was. Ja, und der andere wieder ein ganz anderes Thema hatte, hat er wirklich, ich fand, der hat mit dem heftigsten Problem eigentlich zu kämpfen gehabt, wo eigentlich ein wirkliches Problem war, dass seine junge Tochter, was sie da gemacht hat mit dem Mann und was sie da vorhatte und so. Und er hat es eigentlich so am interessantesten weggesteckt, das Ganze, oder irgendwie versucht zu lösen, ja. Ja, das sag ich ja. Also fand ich echt sehr gut. Witzig, ja. Einfach. Also das war so eine kleine deutsche Humorperle, würde ich mal sagen, hier, die man durchaus jetzt mal in der doch etwas ernsteren Zeit mit den ganzen Problemen, die wir vor uns herschieben, da durchaus mal. Die auch super in die Sneak gepasst hätte. Oh, definitiv, ja. Ich glaube, in der Sneak, wenn da noch so die Gruppendynamik ist und alles lacht und so, da hätte der vielleicht sogar noch besser gefallen als hier alleine zu Hause. Und Kino on Demand gibt es ja leider nicht als App. Da muss man hier am Rechner sitzen und gucken. Kann man noch nicht mal auf dem großen Fernseher schön gucken. Außer über Umwege. Und Kate, wie fandst du? Was sagt die Kate? Hm? Ja. Ich fand den ehrlich erstaunlich witzig. Ich fand auch witzigerweise, Jürgen Vogel hatte die beste Rolle. Also ich glaube, da sind wir uns alle drei einig.
Was ich halt ein bisschen schwierig fand, war, ja, also dass die Mädels das auch in Anführungsstrichen ein bisschen haben mit sich machen lassen. Ja, also dass die ihre Väter da auch nicht wirklich groß auf, am Anfang zumindest nicht wirklich groß aufhalten konnten. Ja, aber ja, das ist, ich glaube, das ist so ein, ich weiß nicht, Erik, du bist ist die Frage, mit welchem von den dreien würdest du dich am ehesten identifizieren, wenn es darum geht, dass sie mal einen Freund anschleppt? Fände ich jetzt mal eine interessante Frage, so im Raum stehend. Aber lass uns einfach den, was ihr anschleppen und wen, ja? Wie und was, ja. Sie müssen ja ihre eigene, ich würde ja von mir selber auch nicht sagen, dass jede Entscheidung für meine Ex-Freundin perfekt war, sonst wären sie nicht meine Ex-Freundin, aber ich habe immer was draus gelernt und letzten Endes macht das ja auch den Menschen dann aus, ne? Ja, also ich fand's sehr süß, auch wie der eine immer mit seiner Tochter Filmabend machen wollte und immer schön Cupcakes und Schokotrinks und so vorbereitet hat, war halt der totale Mama-Papa, also Muttersöhnchen. Wie war das? Wie nennt sich das dann anders? Prinzessin? Keine Ahnung, was ich sagen will. Ich sag mal so, Töchter orientieren sich ja sowieso ein bisschen mehr am Papa, das merke ich ja auch. Aber da ist halt dann irgendwann so der Punkt, wo das dann, ja, da musst du halt sehen, dass du noch ein bisschen Kontakt hältst. Das Glück habe ich, dass sie halt auch so ein bisschen mit Gaming und so weiter, also da kann ich wenigstens mal mit ihr über solche Sachen reden, dass man sie nicht ganz verliert. Also ich kenne da Väter, die haben ihre Töchter in dem Alter völlig verloren. Da muss man halt ein bisschen aufpassen, dass man dranbleibt. Aber letzten Endes müssen die ihre Entscheidungen selber treffen, genauso wie wir es damals auch unsere Entscheidung getroffen haben. Da waren nicht alle gut. Ich meine, das wohl war, ja. Muss halt ein bisschen beobachten, ob es jetzt irgendwie zu sehr abrutscht in eine komische Richtung und dann ein bisschen gegenwirken. Aber ansonsten, ja, kann man da nicht viel machen. Ganz im Gegenteil, wenn du da jetzt anfängst, gegenzusteuern, Druck erzeugt Gegendruck, also wird es eher schlimmer. Also muss man echt. Keine Ahnung. Ja, aber da kennt sich der Chris als Pädagoge wahrscheinlich noch ein bisschen besser aus. Ja, du hast es schon richtig gesagt. Positive Verstärkung oder so, vielleicht eher. Ja, jeder muss seine eigenen Entscheidungen da treffen. Mhm. Und kann ich nicht mitreden, bin ich raus. Du hast auch deine eigenen Entscheidungen schon getroffen. Also ja, natürlich, aber ich hatte keinen Vater, der da drauf geguckt hat und auf mich aufgepasst hat. Insofern. Ich hatte auch keinen Vater, okay. Ja. Ja, aber du bist ein Junge, das ist nochmal was ganz anderes. Täusch dich da mal nicht. Doch, ich glaube, bei Töchtern ist das noch viel schlimmer. Na. Ich habe jetzt schon Angst, was passiert, wenn meine Nichte und Chris seine Nichte ihren ersten Freund anschleppt. Das wird ganz hart. Das wird ganz, ganz übel. Ich glaube, wenn es ein Sohn wäre, der die Tochter bringt, dann, klar, dann ist ja die Mutter ein bisschen die strengere, die dann genau guckt, ob der auch gut genug für sie ist und so. Oder ob er gut genug für, nein, sie gut genug für ihn ist, so rum. Aber ich glaube, bei Mädchen ist das ganz, ganz anders. Viel strenger. Viel krasser. Ja, mal schauen. Interessante Chatfrage, dieser Film, den wir gerade besprochen haben, wie viel hat er in den USA eingespielt? Der lief offensichtlich mal in den USA, was schätzt ihr? Keine Ahnung. Deswegen sollst du auch schätzen. Ja doch, er lief in den USA. Ich habe keine Ahnung, was man da so einspielt. Ich bin du weißt auch, was eine Kinokarte kostet. Dann rechne mal hoch, wie viele Besucher könnte er gehabt haben. Ja, nicht viele. Vielleicht. Ich merke, ihr wollt nicht schätzen. Dollar. 256 Dollar hat er eingespielt. 256? Ach, wie süß. Er lief wahrscheinlich nur mal irgendwie in einer Sondervorführung, vielleicht irgendwo in einer Community, wo es viele Deutsche gibt oder so, schätze ich mal. Vielleicht ach, goldig. Hm. Ja, wie sieht es so punktemäßig aus von uns? Was geht so? Ich gebe ihm 7 Punkte. 7. Ich gebe mal 6,5, weil ich gemerkt habe, ich habe irgendwie schon die Hälfte schon wieder vergessen. Also sehr nachhaltig war er nicht bei mir. Ich habe letzte Woche geguckt, aber ist auf jeden Fall ein sehenswerter Film. Ich fand auch irgendwie, ich kann mich zwar jetzt nicht mehr direkt dran erinnern, was da im Soundtrack war, aber ich fand den Soundtrack ganz gut, kann ich mich erinnern. Ich habe aber auch schon wieder vergessen, welche Songs da drin waren. Ich hatte nur, während ich den Film gedacht habe, ja, du musst ja für Lieder, wenn du Lieder einspielst, musst du ja ordentlich Geld löhnen und die haben aber trotzdem ganz gute drin gehabt. Meistens werden dann so bei kleineren Produktionen immer irgendwelche günstigen Lieder genommen, aber hier waren ganz ordentliche dabei. Fand ich. Ja. Also empfehlenswert, den gibt es auch seit Ende März, glaube ich, auf DVD und Blu-ray oder
Man kann ja auch ausleihen bei Amazon, aber bevor ihr das macht, geht ihr mal auf kino-on-demand.com und könnt dort auch ausleihen und im Stream gucken und damit das Kino eurer Wahl unterstützen. Denen geht es nämlich da auch nicht so gut. Ja. Und was schauen wir denn nächste Woche, Kate? Wir haben uns entschieden, auf Amazon Prime mal wieder was zu klicken. Und zwar haben wir uns für den Film Legacy of Lies entschieden. Das ist ein Action-Thriller mit Scott Adkins. Ich bin gespannt. Und für die nächste Woche haben wir uns auch schon für einen Film entschieden. Und ach, da gebe ich einen kleinen Tipp ab. Okay. Ja, ich mache das jetzt einfach. Okay. Der Tipp ist brasilianische Cops. Okay. Hätte ich nicht gedacht, dass der hier drankommt irgendwie, aber okay. Naja, dann schauen wir den mal. Sah doch ganz witzig aus, der Trailer. Eine richtige Sneak Preview sozusagen. Ja. Heimkino. Da der Kinocast ja offizieller Partner des Internationalen Trickfilmfestivals Stuttgart ist, was jetzt Anfang Mai online startet, also das heißt, wenn ihr das jetzt zum Beispiel hört hier im Podcast und denkt euch, ja, Mensch, das interessiert mich da auch, kann ich ein paar coole Filme gucken, ihr könnt da auch, das ist komplett online, ihr könnt euch da einen Account holen und könnt dann über Screener-Links dann auch die Filme schauen. Und ich taste mich jetzt schon mal ein bisschen rein, ich habe mal ein paar Filme nachgeholt, die aus dem Animationsbereich sind und speziell auch deutsche Animationsfilme. Und hatte jetzt am Wochenende schon mal den Film geschaut, Ups, die Arche ist weg, wo ich mich erinnern konnte, dass der ja wirklich lange Zeit im Kino lief. Wir hatten den einige Male drin bei den Kinocharts und also ich war da nicht drin, obwohl ich ja hier zwei Kids habe, aber irgendwie waren wir da nicht drin. Ist ja ein, ich glaube, eine deutsche Produktion zusammen Luxemburg, Irland, Belgien, also wirklich eine europäische Koproduktion, kann man sagen. Und Christian Ulmen spricht da eine Hauptrolle, Katja Riemann spricht eine Hauptrolle und in dem Film geht es eigentlich darum, wie es der Trailer auch schon gezeigt hat, der hat jetzt nicht so wahnsinnig viele Story Auskragungen oder sowas, sondern da geht es wirklich darum, dass zwei Tiere, nämlich ein Nestrier heißt der oder Nestrier, der heißt Finny und ein Grümp, der heißt Lea, sind zwei Tiere. Und warum kennt man die Tiere nicht? Genau, weil die haben es nämlich nicht auf die Arche geschafft. Deswegen kennt man diese Tiere nicht, weil alle anderen Tiere sind ja gerettet worden damals. Und die haben halt die Arche, die Abfahrt verpasst und müssen dann halt, wie es immer in solchen ja, kindgerechten Filmen ist, irgendjemanden wiederfinden. Und so ist es halt hier auch. Also sie müssen erstmal sehen, dass sie da wegkommen und der Meeresspiegel, der steigt halt immer weiter und sie müssen irgendwo sich wohin begeben, wo es halt ein bisschen höher gelegenes Terrain ist und nebenbei suchen sie auch noch ihre jeweiligen Eltern und müssen die halt noch finden und ja, ich fand das echt gar nicht mal so schlecht, den Film, also der war echt nett, also es gibt ja viele Kinderfilme, die sind extrem infantil und dämlich. Die waren aber wirklich eigentlich ganz nett gemacht, sehr überraschend, war jetzt nicht zu viel Klamauk drin, konnte man echt gut gucken, also ich habe den auch alleine geguckt sogar, also war jetzt nicht der Drang da, dass hier irgendwie ein Kind mitgeguckt hat und ich musste es bis zu Ende gucken, sondern ich habe da irgendwie reingezappt und der lief dann und dachte ich, ach ja, lässt sie jetzt mal laufen, gleich ein bisschen reinzuschmecken in das Thema Animationsfilme und ich fand den echt gelungen und da gibt es ja auch noch einen zweiten Teil davon. Ich glaube, wenn ich den irgendwie mal erwische, werde ich den auch mal schauen. Bin gespannt, wie es da weitergeht. Ups, die Arche ist weg. Also echt eine kleine Empfehlung von mir. Und könnt ihr mal reinschauen. Ihr vielleicht auch, wenn ihr euch schon mal ein bisschen vorbereiten wollt. Der lief hier irgendwo auf Sky. Da gibt es ja hier Sky-Animationen oder so ähnlich. Ja. Okay. Ihr könnt aber auch gern warten, bis auf die nächsten Filme, die dann richtig vom Trickfilmfestival kommen. Da werden vielleicht auch ein paar Oscar-Kandidaten oder sowas dabei sein. Und jetzt gleich in den Bereich Serien. Wenn ich den Trenner finde. Hier. Serien. So, da gibt's eine neue Serie, Kate, ne? Auf Sci-Fi. Ja. Ja, sollen wir da schon drüber reden, auch wenn der Christi es noch nicht geguckt hat? Steht hier drin im Dokument. Also wir können auch gern. Okay. Kannst auch auskrauen. Nee, alles gut. Wir haben Resident Alien die erste Folge angeguckt.
Es gibt auch bisher nur die erste Folge, es kommt jede Woche eine neue Folge raus. Resident Alien geht darum, dass ein Alien auf einer Mission ist und dabei versehentlich auf der Erde abstürzt. Und das Raumschiff ist er hat irgendwas Wichtiges, was er da hätte eigentlich absetzen sollen, verloren. Das muss er wiederfinden. Aber er darf natürlich nicht erkannt werden. Also übernimmt er das Aussehen eines Menschen und versucht in der Zeit auf der Erde, ist auch relativ abgelegen, wo er lebt, in so einem kleinen Dörfchen nur, und versucht halt, das wiederzufinden und zurück zu seiner Mission kehren zu können, die er eigentlich hat. Dummerweise passiert in diesem Örtchen, wo er wohnt, ein Mord. Und die Person, die er quasi, wo er das Aussehen übernommen hat, ist eigentlich Arzt und lebt dort in einem Ferienhaus. Also tun sie ihn um Hilfe bitten und um seine Tarnung eben aufrechtzuerhalten, tut er halt so, als wäre er Arzt. Und das ist schon sehr, sehr witzig. Ich möchte gar nicht genau viel zu der Mission und allem sagen. Kommt in der ersten Folge zwar schon ziemlich viel bei raus, aber der Chris will es ja vielleicht noch gucken. Es ist, hat eine schöne Situationskomik. Ein bisschen mehr kann man vielleicht sagen. Also das Raumschiff, er ist ja mit dem Raumschiff abgestürzt, hat einen Teil verloren, was er auch noch suchen muss im Schnee. Habe ich doch gesagt. Ach so. Hä? Habe ich gerade irgendwie... Okay. Egal. Geht weiter. Okay. Und, ja gut, jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher. Hä? Ich habe doch gerade... Okay. Ja, ich habe doch gesagt, er ist mit seinem Raumschiff abgestürzt und muss jetzt danach suchen und nach so einem Teil, was er eigentlich hätte auf der Erde absetzen sollen, das muss er wiederfinden, um seine Mission zu beenden. Okay. Seine ursprüngliche. Das stimmt. Ja, und genau. Und dann versucht er halt in dieser Kleinstadt irgendwie so ein bisschen klarzukommen und der bleibt eigentlich immer in seinem Häuschen draußen am See und muss aber eines Tages dann mal in die Stadt rein, ne? Und wird dann auch gleich mal in Beschlag genommen von diversen Leuten und muss da Sachen, Aufgaben ausführen. Ich fand das Ganze jetzt nicht irgendwie, das ist jetzt nicht so comedyhaft, so hahaha, so richtig so. Aber das Ganze hat so eine ganz subtile Comic, die da so mitschwingt. So dieses Alien, wie sich das, man sieht dann auch manchmal, für alle anderen ist er eher ein Menschengestalt. Aber ein Kind kann ihn in echt sehen, das hat einen Gendefekt, das kann sein Disguise irgendwie durchschauen. Und das kann, manchmal sieht man aber auch so Szenen, wo er zum Beispiel tanzt oder sowas, dann zeigt man ihn, wie der wirklich als Alien aussieht da beim Tanzen und so. Und es ist einfach, es ist jetzt nicht, ich habe jetzt nicht laut gelacht bei der Serie, aber das ist konsequent, durchgehend so ein ganz angenehmer Humor, fand ich. Ja. Teilweise ein bisschen dramatisch, wenn sie irgendwelche Leichen zerlegt haben und so, wo ich mir dachte, okay, das ist jetzt nichts für Kinder. Also. Was ich halt auch extrem charmant finde, ist, dass er als Alien auf der Erde abstürzt, er kennt ja die Menschensprache nicht und er lernt es dann, indem er Serien im Fernsehen guckt und dann kommt er eben an diesen Tatort, wo er eben Arzt sein soll und den Tod feststellen soll und so und stellt dann halt raus, dass es ein Verbrechen ist und er dann so, das ist ja wie bei Law and Order. Ja, genau. Dung, dung. Das ist so geil. Da freut es sich richtig, dass da ein Mysterium dahinter ist. Der ist dann richtig enttäuscht, dass alle sagen, ja, das ist hier ein Selbstmord, eindeutig hier, der hat da und so. Also, oh, er wollte jetzt auch gerne mal ermitteln. Das ist sehr, also vor allem einfach, weil er halt, er weiß ja nicht, wie Menschen sich normalerweise verhalten. Also hat er manche Verhaltensweisen, die einfach so abstrus sind. Aber ich finde auch, dass es, also ich kann auch noch nicht einsortieren, ob das wirklich Comedy ist, weil es ist ja wirklich an bestimmten Teilen oder an bestimmten Momenten auch relativ brutal. Also ich will nicht spoilern, aber trotzdem, es ist schon, also rein witzig ist es nicht. Es hat Situationskomik, aber ansonsten ist es relativ Sci-Fi-Thriller-mäßig, so ein bisschen. Also irgendwie so eine wilde Mischung. Irgendwie so. Ich kann es auch noch nicht so richtig fassen. Ich meine, wir haben auch erst eine Folge. Das Ganze ist ja produziert von Amblin Entertainment, wo ja quasi Steven Spielberg dahinter steckt. Und Dark Horse, die ja zum Beispiel auch diese Hellboy-Filme gemacht haben, die ja auch so ein wildes Crossover waren. Oder die Umbrella Academy und sowas. Also, oh, die ist geile Serie. Genau, also die stecken dahinter.
Was dazu führt, zum einen, dass du geile Spezialeffekte hast, also nicht wie, nicht wie in irgendwelchen typischen TV-Serien, wo man dann schon irgendwie erkennt, dass es Quatsch ist, aber hier so das Raumschiff sieht echt gut aus und so, wenn das sich so verwandelt und ja, und vor allem hier Alan Tudyk, ey, den mag ich irgendwie total und der das passt. Der ist wie einfach Arsch auf cool, einmal oder? Die Rolle, ey. Ja, hier, da ohne so diesen etwas abgefahrenen Typen. Also er ist ja eigentlich so ein bisschen völlig außer der Reihe, weil er ist ja eigentlich ein Alien, ne? Und wie er da versucht, da irgendwie klarzukommen und ja. Aber er ist dabei so, weiß nicht, so tapsig, nenne ich es jetzt mal, dass ihm alle das irgendwie abkaufen, dass sie alle ihn irgendwie cool finden und so. Oh, herrlich. Also, ich freue mich da sehr auf die nächste Folge. Mhm. Mal schauen, ich habe das Ding auch eingetragen bei uns bei Fortsetzung Volk. Mal gucken, wie es die anderen finden. Also, ich bin extrem angetan davon, ja. Ich auch. Ich muss es auch unbedingt noch gucken. Weil, Chris, also ich freue mich auf die nächste Folge schon. Ja, auf jeden Fall noch auf meiner Liste. Mittwochs, ne? Mittwochs kommt, glaube ich, immer die neue Folge. Ich weiß nicht, ich habe es hier automatisch programmiert. Der nimmt einfach Donnerstag. Alles auf, was genau. Resident Alien heißt und auf Sci-Fi läuft hier. Also da habe ich dann teilweise die Folgen doppelt und dreifach, weil die ja auch in der Nacht nochmal wiederholt werden, aber da verpasse ich nichts. Ja, ist jetzt nicht der riesen Schenkelklopfer-Humor, Chris? Das musst du dir bewusst sein. Sondern ist eher so ein ganz, ja, und jetzt? Ganz ruhiges Ding. Problem. Genau, jetzt kannst du mal kommen mit deiner Serie. Aber ja, ich habe angefangen. Haben wir da nicht schon mal drüber gesprochen? Oder ich ja, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Okay. Du hast das angesprochen, und zwar Lower Decks. Ich habe mit Lower Decks angefangen. Das ist, deswegen machen wir das auch nur ganz kurz. Lower Decks ist Star Trek Lower Decks, also die Animationsserie von Star Trek. Und das ist ja so herrlich schräg und was mir da eigentlich so brutal gut dran gefällt, ist, dass sie wirklich das Star Trek-Universum mal nicht so ernst nehmen, wie sie sich selber ernst nehmen. Und das finde ich extrem gut. Also nochmal ganz kurz zusammengefasst, es geht um so die Crew, hinter der Crew, also die, wo in den auf der Brücke unterwegs sind, sondern die halt wirklich im Gang schlafen, unten an den Decks und eher so hinten rausgucken können und lauter so Sachen. Und aber trotzdem auch Abenteuer erleben und ganz eigene Sachen da machen. Sehr witzig, ich habe jetzt die ersten paar Folgen schon durch, guck das auf jeden Fall weiter. Und ja, wirft mal einen ganz anderen Blick auf die Sache von Star Trek. Wenn ich dann dran denke, wie Picard war, wie großartig Picard war, ist komplettes Kontrastprogramm da dazu. Ja. Aber ein cooles Spin-off. Also dass man wirklich mal, und ich glaube auch in der Form echt, echt cool ist. Definitiv. Also ich fand das auch sehr, sehr interessant, wie dann so diese Mischung ist aus dieser Gang, wo dann die eine, die schon länger da ist, die schon irgendwelche Nebengeschäfte laufen hat und ja, was weiß ich, ich weiß gar nicht mehr, worum es da ging. Ich glaube, in der ersten Folge mussten sie doch irgendwas von irgendeinem Planeten holen, sind dann alle krank geworden oder wie waren das? Naja. Hat sich ja. Eine halbe Mannschaft über den Haufen geschossen, aber egal. Ja. Oh Mann. Ja. Nee, aber ist cool. Also ist cool. Auf jeden Fall ein Blick wert. Ja. Kann man mal reinschauen. Star Trek Lower Decks Animationsserie. Ich habe noch eine Vorstellung, die wollte ich eigentlich letzte Woche schon mal ein bisschen ansprechen. Läuft auch auf Sky gerade eine Serie, die heißt Industry. Und ich möchte gleich mal voranstellen, das ist für Leute, die die Serie Bad Bangs und oder die Serie Game of Thrones mochten, weil das ungefähr so ein Intrigen, so ein Geschacher und sowas halt hier im Bankenumfeld. Es geht darum, dass wir eine Gruppe von jungen Leuten begleiten in London, die bei einer Investmentbank anheuern, die heißt Pierpoint & Company. Und wir sehen hauptsächlich so eine junge Frau, Harper Stern, die hat ein bisschen geschummelt bei ihrem Universitätsabschluss, um diese Stelle zu bekommen. Und hat da auch noch ein bisschen, hinterher noch ein bisschen zu kämpfen, da diese Zertifikate zusammenzubringen. Aber das ist jetzt nicht wie bei Suits, wo das irgendwie ewig lang Thema ist und drauf rumgeritten wird, dass der ja eigentlich gar keiner ist und so weiter, sondern das ist ja relativ schnell vorbei, kümmert auch keinen, weil im Investmentbankgeschäft geht es eigentlich nur darum, um Geld zu verdienen. Und diese jungen Leute, die dort anfangen, die kommen alle so in unterschiedliche Abteilungen von dieser Investmentbank. Die haben alle irgendwelche kryptischen Namen und scheinen alle gegeneinander zu arbeiten. Also irgendwie, es ist zwar irgendwie eine Firma, aber jeder gönnt dem anderen nichts. Und ja, und die sind nun quasi als Neulinge da drin und die machen da alle ein Praktikum
und sind da erstmal 6 Monate und danach soll es dann so eine, soll jeder so irgendwas präsentieren und da wird dann entschieden, ob er eine feste Anstellung bekommt oder halt nicht. Das heißt, sind alle irgendwie auf Probe bis dahin. Das heißt, jeder versucht sich zu beweisen. Und dann ist so dieses typische Bankengehabe, Investmentbank, dass die erstmal so die totalen Überflieger werden und sich wie die Größten der Welt fühlen, hier so ähnlich wie Wolf of Wall Street und irgendwie Drogen, Sex, Gewalt, gute Laune, sonst was, jeder macht da mit jedem rum. Der übelst explizite Sexszenen da teilweise drin, hätte ich nicht erwartet. Ja, und dann natürlich das Intrigengeschacher da in ihrer eigenen Bank bei Sachen, die da passieren. Industry, nur mal so viel, ich will nicht zu viel rein verraten, was da so alles passiert. Kann man mal reinschauen, ist so HBO-Serie, aber in UK produziert. Läuft gerade auf Sky, gibt es bestimmt dann demnächst auch irgendwo anders. Und wer noch mehr hören möchte, wir haben da in der letzten Fortsetzung Folge drüber gesprochen, dann da mal reinhören. Okay, haben wir noch was? Ah ja, hier. Ich habe noch was. Ich habe mich extrem gefreut, als Sky Comedy verkündet hat, dass Schitt's Creek, die erste Staffel, endlich kommt. Die war, glaube ich, nur bei irgendwie so einem komischen On-Demand-Sender verfügbar. Keine Ahnung, kenne ich. Nee. Irgendwas Unbekanntes. Eher so RTL On-Demand oder so ein Quatsch. Keine Ahnung. Wofür ich nicht auch noch Geld ausgeben wollte. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, als Sky eben angekündigt hat, Schitt's Creek ist eine kanadische Comedy-Serie, die unfassbar viele Preise bereits abgeräumt hat, weil sie einfach urkomisch ist. Ich kannte bisher immer nur Ausschnitte und ich habe jetzt tatsächlich innerhalb von einem Tag die komplette erste Staffel durchgebinged. Und die ist tatsächlich so urkomisch, wie ich gedacht habe. Es geht um Folgendes. Die Familie Rose, gespielt von Vater Eugene Levy und Mutter, wieso geht's jetzt nicht auf? Catherine O'Hara und ihre beiden Kinder, gespielt von Daniel Levy und Annie Murphy, sind steinreich. Also die werden wahrscheinlich, wenn wir nach Silicon Valley Art gehen, in diesem Tres Comas Club, ja, die sind scheiße reich. Haben nur das Problem, dass ihr Finanzmanager ein bisschen Scheiße gebaut hat und massiv Steuern hinterzogen hat, weshalb in der ersten Folge das Finanzamt vor der Tür steht und ihnen alles wegnimmt. Sie haben 15 Minuten Zeit, Klamotten zu packen und alles andere wird ausgeräumt. Es wird alles gefändet und sie verlieren quasi alles von jetzt auf nachher. Bis auf eine kleine Sache. Denn Vater Rose, also Johnny Rose, hat seinem Sohn einfach aus Spaß mal eine Stadt geschenkt. Einfach weil er es konnte, hat er ihm eine Stadt geschenkt. Diese Stadt nennt sich Schitt's Creek und wird nicht als entsprechend wertvoll behandelt, dass auch die Steuerbehörde dies auch noch einzieht. Deswegen ist das das Einzige, was ihnen bleibt und der einzige Ort, an den sie gehen können. Also geht die gesammelte Familie Rose nach Schitt's Creek und bucht sich da in einem Motel ein. Und das ist urkomisch. Diese verwöhnten, reichen, sehr lustig gespielten Snobs in dieser kanadischen Einöde mit richtigen Dorfleuten. Also, die sind alle total nett. Ja, also der Bürgermeister ist ein bisschen durchgeknallt. Ja, aber es sind halt normale Vorortmenschen und Dorfleute und die clashen jetzt auf diese reichen, verwöhnten Schnösel und es ist unglaublich sympathisch, es ist unglaublich süß, es ist, hat sehr, sehr viel Situationskomik, lustige Sprüche, die Angestellte in dem Motel ist urkomisch, auf eine ganz trockene Art und Weise. Wie gesagt, eine Folge geht so 22, 24 Minuten, also wirklich so ganz short. Und die Staffel hat 13 Folgen. Wie gesagt, ich habe die in einem Rutsch durchgeguckt. Ich habe gar nicht Pause gemacht, ich habe einmal durchgeguckt. Es ist sehr, sehr, sehr empfehlenswert. Es macht richtig Spaß. Am Anfang denkst du dir wirklich, die sind richtig, richtig versnobbt. Aber es wird besser. Also sie müssen sich ja dann irgendwann damit abfinden. Und es ist sehr lustig. Man hat sehr, also man schließt sie fast schon ins Herz. Sie sind sehr, sehr, sehr schön. Ich will vielleicht auch mal reinschauen. Ist ja schon ein bisschen älter, die Serie, habe auch schon viel Gutes gehört.
Die ist auch mittlerweile schon beendet. Also es gibt irgendwie 5 Staffeln, glaube ich. Und es ist beendet. 6 Staffeln ist auch beendet. Die haben auch, wie gesagt, für die letzte Staffel unfassbar viele Preise nochmal abgeräumt. Ich denke, das ist auch okay, dass die Staffel nicht ewig weit, oder dass die Serie nicht ewig weit geht wie andere Staffeln oder Serien, weil irgendwann ist ja die Entwicklung dieser Charaktere dann aufgrund der Situation, in die sie sich begeben haben oder begeben mussten, irgendwann auch erzählt. Ja, das ist ja auch okay. Was ich einfach so toll finde, ist diese Vater-Sohn-Kombination, weil sie sind ja wirklich Vater und Sohn. Daniel Levy und Eugene Levy. Dann ist auch noch eine Levy-Tochter dabei. Sarah Levy spielt auch noch eine Rolle in einem Diner dort. Auch sehr, sehr cool. Und die beiden sind ja auch Produzenten und teilweise, glaube ich, auch Regisseure der Serie. Also es ist fast schon so ein bisschen eine kleine Familienproduktion auf eine sehr, sehr charmante, schöne Art. Also solltet ihr vielleicht auch mal die ein oder andere Folge reinklicken. Wie gesagt, 20 Minuten, eine Folge, tut nicht weh. Und wenn ihr nach der dritten Folge sagt, nee, gefällt mir nicht, ist auch okay. Aber ich glaube, es könnte euch gefallen. Okay, ja. Ich werde berichten, wenn ich es gesehen habe. Mal schauen. Bitte. Wollen wir jetzt eigentlich über die neue Folge Falcon noch sprechen? Habt ihr da was? Ja. Ja, dann hau ich hier mal. Wir haben es ja geguckt. Hau ich hier mal einen Spoiler rein. Achtung, Spoilerwarnung. So, der neue Captain America wird böse, würde ich sagen, oder? Alter, was ist das für ein komischer Moment, wenn du den Bösen, wenn der Böse der Nette ist und eigentlich der Nette der Böse ist? Ich mochte Captain America ja immer. Ich fand den ja früher immer fast besser als alle anderen, bis dann noch ein paar andere dazukamen. Also ich habe auch so eine kleine Captain America Actionfigur. Aber dieser Captain America, dem würde ich am liebsten ein Schild wegnehmen, in die Eier treten und ihn zum Teufel scheren. Ist ja unfassbar, wie man den plötzlich hasst. Aber es ist ja nicht die Rolle des Captain America, die man hasst, sondern diesen Typen, der ihn verkörpern soll, aber es nicht tut. Aber ist das nicht, das ist schon krass. Ist das nicht auch eine gute Parabel, was da jetzt so drin ist, auf das Agieren der USA in anderen Teilen auf der jeden Welt Fall. Gerade, dass die quasi da immer denken, sie schicken da irgendwie ihre militärische Macht hin und dann letzten Endes werden sie dann gehasst, wenn sie dann wieder fertig sind da draußen. Und es ist schon sehr viel Brisanz drin in dieser Folge, fand ich. Also fand ich richtig gut. Dann, aber man hat ja nie gesehen, dass er das Serum eigentlich genommen hat, ne? Aber hat es wahrscheinlich genommen, weil sonst hätte er ja nicht diese Kräfte gehabt. Doch. Ne? Ja, doch. Sonst hätte er das nicht gehabt. Der hat es mit Sicherheit genommen. Aber was ich halt auch krass fand, ist, am Anfang dachtest du, als die Rolle eingeführt wurde, der neue Captain America, war es ja so, ist schon eine Kacke, aber mein Gott. So, und dann hat er aber, ich finde, man hat dann sehr, sehr gut gesehen, dass je mehr er selber gemerkt hat, welche Machtposition er jetzt hat, desto krasser ist er abgestiegen. Und das ist auch wieder so ein Zeichen. Nee, er hat gemerkt, dass Macht nicht immer gut ist. Wie wenig er kann, wo er gemerkt hat, dass er nicht mal gegen normale Leute ankommt. Ja. Das war eigentlich der aber Punkt. Aber auch schon bevor er das Serum genommen hat, war es dann auch so von wegen, weißt du eigentlich, mit wem du redest und solche Sachen. Ja, das war schon davor und er wollte dann immer mehr Macht haben. Das hat man schon gemerkt. Und nur deswegen hat er doch das Serum genommen, um noch mehr Macht zu kriegen. Er hat gemerkt, dass er mit den anderen nicht mithalten kann. Ja, genau. Das kommt dazu noch hinzu. Und hat dann, was der Battlestar gesagt hatte, wenn du mehr Macht bekommst, verstärkt sich eigentlich nur deine Grundintention. Wenn du ein guter Mensch bist, wirst du halt auch ein guter Mensch mit Macht. Wenn du irgendwo was Schlechtes in dir hast, wird das natürlich dadurch auch verstärkt und da zeigt sich halt jetzt dass, genau, obwohl das natürlich auch eine Übersprungshandlung war, wenn sein bester Freund da getötet wurde, aber ja, das hätte halt schon mal reflektieren können. Aber doch nicht mit dem Schild, dann, weißt du? Dann auch so dieses Blut an dem Schild und so da unten. Ja. Ja, das war schon krass. Also die Bilder fand ich sehr, sehr krass in der neuen Folge, weil es halt teilweise sehr comic-lastig auch wieder war, was mir sehr gut gefallen hat. Dass dieser Turn da jetzt kommt, auf den habe ich ja schon ein bisschen länger gewartet, aber okay. Alter, trotzdem. Die haben es geschafft, dass man, und das ist ja die große Kunst, wenn du einen Schauspieler oder eine Rolle wirklich ablehnst oder wirklich hasst, dann spielt der Schauspieler das richtig gut. Und das ist ihm mit dem neuen Captain gerade absolut gelungen. Was mich jetzt allerdings dann doch am
Ende so ein bisschen gestört hat, muss ich ehrlich sagen, ist, dass es sich jetzt schon langsam zieht. Es wirkt jetzt gerade aktuell eher wie ein recht langgezogener Film. Und vielleicht müsste man es jetzt versuchen, noch mal ein bisschen knackiger hinzubekommen. Ich finde allerdings, dass die Chemie zwischen Anthony Mackie und Sebastian Stan weiter wächst. Finde ich sehr cool. Und Daniel Brühl muss man mal nochmal erwähnen. Unfassbar. Das ist eine richtig... Der gefällt mir da richtig gut in der Rolle. Ja, das super. Richtig, richtig gut. Den mag ich total. Tut der Serie total gut. Ja. Ja. Weil, er hat ja eigentlich auch ein bisschen Dreck am Stecken und so, aber er schafft es irgendwie, sich da so rein. Er wurde teilweise ja verglichen mit so einer Art, mit einer Art böser Marvel-Batman so ungefähr. Ne? Also er ist ja reich und er hat irgendwie Macht und so und ist irgendwie ganz, ganz suspekt, was er tut und macht und so, man weiß es nicht. Und eigentlich ist er ein normaler, ich finde seine Rolle extrem gut, also wie er da so spielt und so. Ich mag das. Also er hat ja manchmal... Er ist so der the good bad boy. Ich weiß nicht, eigentlich ist er ja böse, aber irgendwie hat man ihn gern. Ja, er bringt das auch echt gut rüber. Also ich finde, er macht das richtig gut. Bin da sehr gespannt, was da noch kommt. Ja. Ich ahne da auch seinen Tod voraus in dieser Serie. Ja, ich fürchte es auch. Weil das solche Leute, die irgendwie so böse, die ein bisschen gut sind und irgendwie die sterben meistens dann irgendwie, damit es dann irgendwie richtig dramatisch ist, weil du gerade dachtest, ich mochte gerade den, aber bin sehr gespannt, wie das jetzt noch weitergeht. Wie viele Folgen kommen da jetzt noch? Zwei, ne? Ich glaube zwei noch. Ist ja auch nicht mehr viel. Zwei? Drei? Ist auch nicht mehr viel. Wie viele Folgen sollen es denn werden? Ja, wenn wir das wüssten, wüssten wir ja, wie viel noch kommen. Ich guck. Ja, warte mal, ich versuche das mal rauszufinden. Redet ihr mal weiter, ich versuche es rauszufinden. Okay, dann reden wir doch mal. Ach, der Chris hat ein Game, sehe ich hier. Na dann, machen wir mal Games. Haben wir lange nicht. Games. Also ein bisschen LKW gefahren im sibirischen Hinterland. Ah, der Chris hat ein Game, ja. Ja, ich habe nach langem Zuschauen bei Twitch habe ich dann doch mal zugeschlagen und habe mir SnowRunner geholt, das ist der Nachfolger von MudRunner. Und bei SnowRunner geht es eigentlich darum, es ist ein super entspanntes Spiel irgendwie. Sollte man meinen, man fährt mit verschiedenen Trucks, mit verschiedenen LKWs durch verschiedene Gebiete. Ich bin jetzt gerade noch in Michigan, es geht auch noch nach Alaska und nach Russland geht es auch noch und was weiß ich was. Und kämpft sich da durch die Gegebenheiten und muss da so kleinere Missionen machen, wie Brücken bauen oder Material für den Brückenbau bringen oder irgendwelche LKWs retten und schlag mich tot und hasst noch nicht. Es ist also ein Fahrzeugsimulationsvideospiel, ein Fahrzeugsimulationsspiel. Und ja, wurde schon 2020 veröffentlicht, das ist auch schon jetzt dann feiert jetzt ein Einjähriges, hat allerdings immer noch relativ viel DLCs auch und wird auch weiterhin gepflegt. Das gibt es auch mit Season Pass. Und ist so ein wenig tatsächlich die Entdeckung der Langsamkeit. Nach Red Dead Redemption ist es mal wieder eine schöne Abwechslung. Nicht Abwechslung, sondern einfach mal wieder, nicht Abwechslung, sondern etwas, was genauso reinpasst in dieses Entschleunigding. Wobei man sagen muss, ich habe das Spiel bei den ganzen Spielzeit, die ich schon habe, ich habe es schon ziemlich beschimpft. Und es gibt auch seit gestern einen sehr, sehr schönen Ausschnitt bei Twitch über den Account vom Neckermann, wo man gerne mal reingucken kann, weil mit dem habe ich das auch schon gespielt. Und ich sag mal so, ich habe eine Kurve nicht bekommen mit meinem LKW, da ging es bergab, ich habe die Kurve nicht bekommen, habe mich um einen Baum gewickelt und er kam dann zu meiner Rettung, um meinen LKW wieder aufzustellen und das Ganze ist ein wenig eskaliert. Ja. Um das mal so spoilerfrei wie möglich zu sagen. Also da gerne unbedingt mal reingucken. Und ja, es ist wirklich entspannend und ich denke, das ist auch was man so mal nebenher einfach spielen kann, um ein bisschen runterzukommen. Einfach durch die Landschaft tuckern mit seinem Truck, macht man sich eine schöne Thermoskanne Kaffee, setzt seine Mütze auf und dann geht's ab. SnowRunner ist nicht ganz empfehlen, das macht echt Spaß. Da müssten ja für dich auch diese ganzen Omnibus-Simulator und wie sie alle heißen, wo du so Busse fahren kannst. Ich hatte mal irgend so ein Spiel, wo war das eigentlich? Das war mal irgendwo bei PlayStation Gold oder irgendwas dabei, wo du auch so Straßenbahnen und sowas fahren konntest.
und okay. Oder so Mähdrescher oder so ein Zeug. Ah. Ja, aber ich glaube, beim Christian-Spiel, der hat ja so eine Art Mission, dass er irgendwie der XY bis dann und dann dorthin fahren muss, oder? Ja, gell? Also was Langsamkeit angeht und ein bisschen gechilltes Spielen ist für mich immer noch Raft unschlagbar. Wenn du da einfach auf deinem Schiff sitzt und einfach mal, jetzt befinden wir uns ja between the seasons, also es ist ja gibt gerade keine Seasons, die du zu erfüllen hast, wo irgendwelche Funkcodes sind, irgendwelche Inseln, die du ansteuern musst, Rätsel lösen. Du kannst momentan einfach so in den Sonnenuntergang schippern und warten, ob da irgendwelche coolen Inseln kommen, wo du dann mal rausgehst. Und ach, das ist so herrlich. Ey, ich mag das total. Also Raft kann ich immer noch empfehlen, wer es nicht kennt. Wer ein bisschen mehr craften will, den kann ich Wildlands empfehlen. Also Y-Lands schreibt sich das. Da gibt es auch richtig online und da gibt es diverse Spielmodi mittlerweile. Das hatte ich vor ein paar Jahren mal auf der Gamescom gesehen, fand ich ganz nice. Ist auch ein ganz kleines Spielchen, gibt es für wenig Geld. Y-Lands, ja. Ist auch sehr gechillt. Joa. Ach, da sind wir ja in der Rätselecke. Du hast auch ein Spiel. Aber ich habe noch meine Aufgabe erfüllt. Ich sollte doch gucken, wie viele Folgen Winter Soldier hat. Falcon and the Winter Soldier hat 6 Episoden, das heißt, es kommen jetzt noch 2. Ihr hattet recht. Super, das ist immer gut zu wissen. Okay. Rätselecke. Mal schauen, wer heute recht hat. Hier. So, wollen wir auch wieder richtig oder falsch machen? Ja, ne? Warum ist das im Vergleich so laut zu den anderen? Das musst du wissen. Ja. Okay, also Spielmodus für die vielleicht zum ersten Mal zuhören. Es werden jetzt Fakten genannt, die entweder richtig sind oder falsch. Die beiden Mitstreiter hier, die können ihren Tipp abgeben. Ist der Fakt richtig, ist der Fakt falsch? Und dadurch Punkte sammeln. Es gibt insgesamt 3 Fakten. Das heißt, theoretisch könnte es sein, dass jemand am Schluss gewonnen hat. Falls nicht, falls es doch einen Unentschieden gibt, weil man kann ja auch das Gleiche sagen, richtig oder falsch, dann gibt es eine Stichfrage. Seid ihr bereit? Ja. Ja. Der Limousinenfahrer aus Stirb langsam, Argyle heißt er, hat außer dieser Filmrolle keine weiteren Filmrollen und ist mittlerweile ein bekannter Musikproduzent im Bereich Hip-Hop. Richtig oder falsch? Das klingt so abstrus, das ist richtig. Das ist falsch. Falsch ist richtig. Der heißt Devereaux White und hat insgesamt 33 Filmrollen. Also Chris hat einen Punkt, merken. Bam. Bam. Okay, was nehmen wir denn jetzt noch? Jetzt markiere ich das erstmal hier, dass ich das genommen habe, sonst stelle ich euch dieselbe Frage irgendwann nochmal. Stell doch die Frage nochmal, ist viel lustiger. Von 2 Minuten die gleiche Frage nochmal stellen. Spricht für dich. Okay. Im US-Filmtrailer für den Film Hangover hat man dem nackten Asiaten, der aus dem Kofferraum springt, digital eine weiße Unterhose verpasst. Richtig oder falsch? Richtig. Ja, beide recht. Also Chris 2, Kate 1 Punkt. Auch markieren hier bei mir. Linda Hamilton, kennt ihr vielleicht hier aus Terminator oder so, ne? Die Schauspielerin. Ja. Ja, Sarah Connor. Die hat eine Zwillingsschwester, die heißt Leslie Hamilton. Die ist ihr Stunt-Double. Richtig oder falsch? Falsch. Ich hätte jetzt auch gesagt, dass falsch ist. Es ist aber richtig. Warte. Ich sag aber warte, oh Mann. Aber Chris hat trotzdem, du wolltest wohl googeln oder was? Ja, klar. Nein, ich wollte googeln. Aber Chris hat ja gewonnen jetzt. Ne? Also, ich hab trotzdem gewonnen. Ja, der hat ja 2 Punkte. Ganz knapp. Super. Ganz knapp. Wunderbar. 1 Punkt Unterschied. Wo ist mein Applaus? Ja, warte. Alarm! Nein, ja, genau. So sieht's aus. Das war aber kein Applaus. Jetzt ist der Applaus. Haben wir ja alles im Angebot. Wunderbar. Gut, wieder was gelernt. Und dann setze ich mal das Kreuzchen hier zum Chris rüber. Yeah, baby. Sehr gut. Okay, dann sind wir ja auch schon bei unserer Playliste, wo ich noch schnell was aussuchen muss. Deswegen müsst ihr erstmal
Erstmal. Ich fange mal an. Music. Ich bin auf Instagram, nee, ich weiß gar nicht, ich glaube, es war sogar TikTok, oh Gott. Auf einen Song hingewiesen worden. Und er ist richtig, richtig geil, und zwar von Sam Ryder. Und der Song heißt Tiny Riot. Okay, was muss man sich da so vorstellen? Das ist ein sehr geiler Song, hör ihn an, es gibt ihn auf Spotify. Okay. Der hat noch nicht so viel rausgebracht. Ich glaube, der hat gestern sein erstes Album veröffentlicht. Das ist ein vollbärtiger Mann. Er sieht sehr gut aus. Mhm. Okay. Aber der Song ist sehr geil. Ich höre nachher mal rein, wenn ich es dann drauf packe. Ja, hör mal rein. Ja. Chris, was hast du? Ich habe zu Ehren von dem in dieser Woche verstorbenen DMX seinen Titel X Don't Give It To You. X Don't Give It To You. Du. Geiles Teil. Genau. Ich habe gerade noch nichts. Aus unter anderem verschiedenen Soundtracks, ne? Das nehme ich stellen. Wie, du hast noch nichts? Ich habe noch nichts ausgesucht hier. Was nehmen wir denn hier? Mal ein bisschen scrollen. Nehmen wir von Wolfsheim, Wundervoll. Genau. Wolfsheim, Wundervoll. Schöner Song. Okay. Wundervoll. Okay, dann sind wir schon soweit durch. Ich gucke jetzt mal ganz kurz, ob hier jemand einen Kommentar hinterlassen hat bei der letzten Folge. Nein, der Shitstorm ist ausgeblieben. Ich habe keine einzige E-Mail bekommen. Keiner hat mich dafür gelyncht. Siehst du mal. Eine Aussage getroffen zu haben, die du meinst gehört zu haben. So. Ich wurde nicht gelyncht, mordet. Ja, das wundert mich eigentlich ein bisschen, aber ja. Ja, unsere Community ist halt doch nicht so fies, wie du denkst. Was heißt fies? Ich dachte eigentlich, es gibt mehr, die das anders sehen, aber wahrscheinlich ist die populäre Meinung vielleicht dann doch, dass der Hobbit besser ist als die Herr-der-Ringe-Trilogie. Nee, vielleicht tun sie auch einfach meine Meinung akzeptieren, ohne einen Kommentar abgeben zu müssen dazu. Das meine ich ja. Sie müssen ja nicht der gleichen Meinung sein, aber sie akzeptieren meine Meinung. Das mache ich ja auch. Ich akzeptiere auch, dass du das besser findest, klar. Ich finde es nur, also ich kann es nicht nachvollziehen. Aber du findest nur falsch, meine Meinung. Nee, ich kann es für mich nicht nachvollziehen, weil mit Hobbit konnte ich irgendwie nichts anfangen. Ja, deswegen. Ich dachte, es sehen vielleicht andere ähnlich, aber na gut. Oh, dann ist halt so. Ich danke der Community für keinen Shitstorm. Danke, danke. Warte mal ab. Ich habe euch lieb. Wenn das noch eine Weile drin kommt ist doch. Hier, der Podcast, ja, der bleibt ja ewig drin. Ne? Irgendwann kommt dann jemand. Ja. Ich kriege manchmal noch Kommentare so zu ganz alten Folgen. Schreibt mir irgendjemand so, hey, ja, hier, da und da. Muss ich erstmal überlegen, hä, wann soll ich was gesagt haben und so. Ich habe so ein paar alte YouTube-Videos, ne? Da gibt es eins, da baue ich hier den Rechner zusammen. Ja, also es ist wirklich schon Jahre her, da ist ein Prozessor, den habe ich schon gar nicht mehr drin. Ne? Kriege ich immer noch Kommentare in dem YouTube-Video, ne, mit irgendwelchen Fragen und so. Das ist ganz verrückt, also ja. Na gut, also wenn ihr Kontakt aufnehmen möchtet, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dann tut das auf kinocast.net am besten durch einen Kommentar oder auf den sonstigen sozialen Medien. Man kann jetzt auch, wenn man auf kinocast.net auf die jeweilige Folge klickt, wenn man ein bisschen runterscrollt, ist dann von den jeweiligen Moderatorinnen und Moderatoren hier vom Podcast so ein kleiner Abriss von den sozialen Medien. Also bei der Kate sehe ich hier gerade Instagram, Twitter und die Amazon-Wunschliste natürlich. Also wenn ihr mal ein bisschen Geld übrig habt und Leuten was Gutes zukommen wollt, lassen wollt hier, dann könnt ihr der Kate zum Beispiel das Lego Harry Potter Confidential, keine Ahnung, was das sein soll, einen Zug, oder? Einen Zug zum Zusammenbauen schenken. Ich glaube, ja. Ich müsste jetzt gucken, was du meinst. Ja, vielleicht solltest du mal den Platz 1 auf deiner Wunschliste mal ein bisschen beobachten. Also wenn es von Harry Potter und Lego ist, wird es schon passen. Ich habe ja bei mir mal auf meine Wunschliste das flog irgendwie bei mir rum, so eine der teuersten Sachen, die auf Amazon zu finden sind, habe ich mal draufgepackt. Und zwar ist es eine Cognac Napoleon Jahrgang 1802 Champagnerflasche, die ist 200 Jahre alt für $21.595. Mal gucken, ob jemand die mal schenkt. Oh, nee. Ja, du bist ja witzig. Ja. Naja, aber dann ist der Kontrast, weißt du, dann denkt die, was, das will der haben? Ach nee, dann schenke ich ihm lieber das hier unten für 15 Euro oder so, weißt du, dann ist der also Kontrast. Ich möchte, es ist tatsächlich der Zug, der Hogwarts Express, den du da meinst, ja. Ganz schön teuer, ne? Ich habe nachgeguckt. Ja, vor allem, es sind aber ja nur noch zwei Sachen auf meiner Liste. Das Lego-Zeug ist überhaupt ja sehr, sehr teuer geworden irgendwie. Gerade die Sachen, die Film zu tun haben. Ne? Hm. Jetzt na gut, hat auch der Rest geladen.
Ja. Obwohl muss man Helter Steine angucken, ne? Da hat es auch so analysiert, wie zum Beispiel bei bestimmten Bausets für irgendwelche Sachen, wie die dann immer weniger Teile reingepackt haben in dieselben Kartons und so, ne? Das ist dann auch. Obwohl, Vorsicht, also jetzt hier völlig, also ich weiß es jetzt nicht genau, ne, Lego ist da sehr schnell mit irgendwelchen, irgendwelchen Unterlassungsklagen. Also ja, ich möchte es hier nur meine eigene Meinung. Also ich möchte hier. Wir kriegen jetzt wohl nach Stuttgart zum Lego-Store, ne? Okay. Na gut, wird ja wahrscheinlich dann ein bisschen Platz auf der Königstraße wären, wenn hier ein paar Geschäfte pleite gehen hier, weil sie nicht mehr aufmachen dürfen. Vielleicht geht's auch ins Milaneo. Kann sein. Warst du da eigentlich mit, Chris, wo wir in Köln in diesem Lego-Store waren? Ja. Wo da waren wir gemeinsam drin. Ja, nee, ich meine, wo das eine Mal war, wo dieser Nerd-Typ, dieser Junge, da reinkam und so, ey, hier der Millennium-Falken oder was das war hier. Oder dieses, irgend so ein ganz großes Ding für 800 Euro. Weißt du, warst du da der dabei? Der Nerd-Junge war ich. Nein. Da war so ein, kam so ein Nerd rein mit Rucksack und irgendwas, ne? Kam da rein und sagte so zu dem Verkäufer, hier kann ich den mal angucken und so. Und der dachte so, ja, okay. Auf einmal sagte er, ja, die nehme ich. Und packte da so ein Bündel Geldscheine auf den Tresen. Nee, das war nicht ich. Da warst du nicht dabei, nee. Weil ich habe gerade überlegt, in welchem Jahr das war. Ich war auf jeden Fall mit der Tabita dort, das weiß ich noch. Genau, da packte der auf einmal da so ein Bündel Geldscheine. Ja, den nehme ich. Und der Verkäufer, what? Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der Typ den kauft. Aber okay. Ja. Naja. Krass. Ja, schade. Aber Lego-Store wäre cool. Obwohl, noch ein, ja. Noch ein, nee, ist tödlich. Noch ein Dukatengrab, wo man viel Geld lässt, ja. Okay, dann vielen Dank euch beiden fürs Mitmachen. Vielen Dank, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, fürs Zuhören. Dann bis nächste Woche. Tschüss. Yo, Peace geht raus. Ciao. Peace. Macht's gut. Ciao. Wiederhören fehlt noch. Auf Wiederhören. Ja, ist meins. Auf Wiederhören. Naja, sag ich ja. Ich fax dich später. Bis bald im Kinocast.